Wir sind Zeit für Zorn, die Türsteherlesung. Wir sind drei Türleute, einer ehemalig, zwei immer noch aktiv. Und wir erzählen halt Dinge vom Kiez und vom Türstehen. Und von diesem seltsamen, schrägen Verhältnis, das Menschen mit Türleuten haben. Ja, die Reeperbahn hat natürlich einen weltweiten Ruf. Dass jeder kennt die Reeperbahn, wenn man sagt, man steht auf der Reeperbahn und arbeitet da, dann weiß jeder sofort, worum es geht oder meint zu wissen, worum es geht. Weil das ist natürlich mit sehr, sehr viel Klischees verbunden, mit sehr, sehr viel Vorstellungen, was das nun sein soll, Rotlicht und die Meile und überhaupt. Und das ist schon was Besonderes, hier zu stehen. Auch wenn vieles von dem, was die Leute sich vorstellen, gar nicht mehr so vorhanden ist. Nach all den Jahren sind wir natürlich gegen Kiezromantik einigermaßen immun. Ich würde sogar sagen, und da werden mir wahrscheinlich alle Kollegen beipflichten, es ist wesentlich härter, bei einer Landdisco vor der Tür zu stehen, weil wenn man da jemanden wegschickt, dann ist der nächste Schuppen 50 Kilometer weit entfernt. Hier ist der nächste Schuppen 5 Meter weit entfernt. Und es ist für den Abgewiesenen einfach einfacher, 5 Meter weiter zu torkeln. Wobei sich das zeitlich auch tatsächlich verändert hat. Ich glaube wirklich, dass die erhöhte Polizeipräsenz und die Videoüberwachung die Gewaltbereitschaft deutlich ausgebremst haben, kombiniert dann noch mit den Fotohandys. Da gibt es eigentlich kaum noch Handlungsspielräume. Ja, früher hat es tatsächlich teilweise Gewaltexzesse gegeben. Also in den 90ern, auch in den späten 80ern, wo ich angefangen habe, das war teilweise wirklich nicht mehr schön. Und jetzt ist es so, dass eigentlich im Grunde genommen als Türmann man nur Diskussionen führt, um Kleinkram. Die Leute sind zwar bereiter, sich, sagen wir mal, Konflikten zu stellen, aber eher verbaler Natur. Zum Beispiel um den Restschluck des Wassers in der mitgebrachten Plastikflasche, die nicht mit in den Club hinein darf. Und dann gibt es diese herzzerreißenden Szenen des Nicht-Loslassen-Könnens. Und das sind eher so die Kämpfe, die man heute ausfechtet. Ich meine, es ist schon so, dass abgesehen von einem ziemlich starken sozialpädagogischen Anspruch, der an die Tätigkeit tatsächlich gekoppelt ist, gerade weil die Leute auch nicht einfacher geworden sind in den letzten 10 Jahren, dass man trotzdem noch ein bisschen Kernhärte mitbringen muss für die Tätigkeit. Du hast immer so wunderbare Wörter für sowas. Nein, das Stichwort ist Präsenz in dem Zusammenhang. Ne? Und da ist eben die pädagogische Arbeit wirklich nicht weit entfernt von der Türarbeit. Es geht wirklich darum, wie komme ich rüber, machen die Leute, was ich will.